Hallo, liebe Zuschauer. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Deswegen müssen wir in diesem Jahr schon zum zweiten Mal einen Nachtragshaushalt aufsetzen und ihn mit weiteren 10 Milliarden Euro ausstatten, um die Menschen, um die Unternehmen gut durch die Krise zu bringen. Es gibt auch eine Zeit nach Corona und für die müssen wir gewappnet sein. Auch deswegen setzen wir einen Bayernfonds mit 20 Milliarden Euro auf, wo wir Unternehmen helfen, auch mit Unternehmensbeteiligungen, um sie für die Zukunft fit zu machen. Natürlich mit ausreichender Beteiligung des Parlaments. Das werden wir in dieser Woche schaffen. Das werden wir in dieser Woche umsetzen, damit auch nach Corona in Bayern die Uhren wieder richtig ticken.